Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Playlist Basiswissen Aktien. Ich bin im letzten Jahr immer wieder gefragt worden, ob ich mal ein Video machen kann, wo ich wirklich von Grund auf erkläre, wie man richtig in Aktien investiert, worauf man aufpassen muss, was eine Aktie überhaupt ist, wie man den richtigen Broker findet etc. Das wäre für ein Video dann doch zu lang, sowohl was den Akku anbelangt, als auch was meine Stimme anbelangt. Ich habe mich aber entschieden, den Wunsch nachzukommen und starte jetzt neu im Jahr 2024 mit einer Playlist, mit einer mehrteiligen Videoserie, wo ich so rund um das Thema Aktienanlage von der Pike auf versuche, alles zu erklären, dass jeder mitkommt ohne Vorwissen. Gerade der Jahresanfang ist eine Zeit, wo sich viele Leute vornehmen, sich endlich um ihre Finanzen zu kümmern und endlich anfangen, richtig systematisch zu investieren, zu sparen. Manche Leute hören also zu Silvester zu rauchen auf, andere haben andere Vorsätze und bei gar nicht so wenigen ist es das Thema Finanzen. Deswegen starte ich pünktlich mit dem neuen Jahr mit dieser Serie. Was ich in dem Videos mitgeben möchte, ist so richtig aus der Praxis. Also ich spare jetzt, ich investiere an der Börse seit 16, 17 Jahren, habe da doch einige Erfahrung gesammelt, habe auch einige Fehler gemacht. Ja. Insgesamt hat es aber ganz gut funktioniert und ich möchte es so richtig praktisch machen. Ja. Gerade Fondsmanager, die natürlich ihr Geld damit verdienen, dass Leute die Verantwortung abgeben und in einen Fonds investieren statt selber investieren, machen da oft so ein Geheimnis drumherum, als müsste man ein Guru sein oder ganz besondere Weisheiten haben, um erfolgreich in Aktien zu investieren. Nach meiner Erfahrung ist das nicht der Fall. Es ist sogar ziemlich einfach, gut in Aktien zu investieren und gleichzeitig auch wieder ziemlich schwierig. Ein guter Vergleich ist meiner Meinung nach das Thema Abnehmen. Also bei mir ist regelmäßig zum Jahresende der Vorsatz da, im nächsten Jahr ein paar Kilo abzuspecken, ein bisschen mehr Sport zu machen, ein bisschen weniger am Abend zu essen, um Gewicht zu reduzieren. Wie man richtig abnimmt, ist von der Theorie her eigentlich sehr, sehr einfach. Ja? Wenn man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt, nimmt man ab und umgekehrt nimmt man zu. In der Praxis ist es aber doch relativ schwierig. Ja. Erst gestern Abend war ich mit ein paar Freunden in einem sehr netten Lokal und es sind dann doch zwei helle Bier und eine Portion Spareribs geworden. Hätte ich stattdessen ein Glas Mineralwasser getrunken und einen gemischten Salat gegessen, dann wäre die Kalorienbilanz anders gewesen. Und der Vergleich mit Aktien ist meiner Meinung nach insofern sehr treffend, weil wenn man richtig und systematisch in Aktien investieren will, dann braucht man dafür keine Zauberformel, kein Spezialwissen, sondern es genügt sich an einige Grundregeln zu halten, die aber vor allem Selbstdisziplin bedeuten. Also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die mit Aktien Geld verloren haben, haben das dann deswegen, weil sie am falschen Zeitpunkt, obwohl sie eh wussten, dass langfristig, also dass man bei Aktienanlage einen langfristigen Horizont braucht, aber gerade zum schlechtesten Zeitpunkt haben sie dann kalte Füße gekriegt, sich von der Angst, von der Panik leiten lassen und sind ausgestiegen. Oder auf der anderen Seite, es hat irgendwas Spekulatives zu gut funktioniert, es waren schnelle Gewinner da und dann ist man zu übermütig geworden und hat keine langfristige Strategie gehabt, sondern kurzfristig dann zu sehr in einige wenige spekulative Titel investiert und hat damit dann womöglich einen Bauchfleck hingelegt. Ja. Es ist also ähnlich wie beim Abnehmen keine Raketenwissenschaft, richtig in Aktien zu investieren. Aber man muss einen Plan haben, meiner Meinung nach, oder man sollte einen Plan haben. Zufälle und Glück gibt es natürlich auch immer und sich dann langfristig daran halten. Und darum soll es unter anderem in dieser Videoserie gehen, wie man also quasi den inneren Schweinehund besiegt, wie man den Verlockungen kurzfristig dann doch vielleicht ein Risiko einzugehen, das zu hoch ist, als man das eigentlich, wenn man es nüchtern analysiert, eingehen möchte, ja, wie man das richtig macht. Ja. Ich möchte zu 80% in dieser Serie ums Thema Aktien reden. Ich werde aber auch die Themen Gold und Immobilien streifen. Immobilien deswegen, weil für die meisten Leute im Leben die wichtigste Entscheidung ist, ob man sich eine eigene Immobilie für den Eigenbedarf zulegt oder nicht. Ja.
Das hat also beim langfristigen Anlegen von Geld, beim Vermögensaufbau spielt die Investition in eine eigene Immobilie eine große Rolle. Ich möchte dann, weil es dazu passt, auch was zu Immobilien als Anlage sagen. Immobilien zu kaufen, um sie zu vermieten. Da möchte ich vor allem auf die Risiken hinweisen. Da gibt es einige Leute, die da eher bläugig rangehen und denen nicht ganz klar ist, was das steuerlich bedeutet, welche Risiken da drin sitzen. Dabei sind. Ich meine jetzt gar nicht irgendwelche Worst-Case-Szenario, dass man einen Mieter hat, der sich ganz abscheulich benimmt, sondern einfach nur die normale Verwaltung, wie viel man da eigentlich auf die Seite legen muss, um zum Beispiel beim Mieterwechsel dann den Leerstand und die Renovierung und so weiter drin zu haben. Ich möchte ein bisschen was zum Thema Gold sagen, weil sich Gold bei mir in der Vergangenheit bewährt hat und in Phasen, wo Aktien sehr hoch bewertet sind, einen Teil der Liquidität wieder aus dem Aktienmarkt rauszuziehen und in Gold zwischenzulagern, das also auch einen gewissen Inflationsschutz bietet und dann aber auf der anderen Seite in anderen Phasen, wo es günstig ist, Gold dann auch wieder zu verkaufen und in Aktien anzulegen. Da möchte ich also ein bisschen was im Hintergrund sagen, eben auch zum Thema Goldanlage. Worauf muss man aufpassen? Auch beim Thema Steuern und Gold, wenn man in Münzen, in Barren anlegt oder auch in Fonds, die mit Edelmetallen hinterlegt sind, also Xetra Gold als häufige Alternative, worum es da geht. In der Hauptsache soll es aber in dieser Playlist, in dieser Serie von Videos ums Thema Aktien gehen. Ich möchte so erklären, wie man meiner Meinung nach eine sinnvolle langfristige Strategie wählt, wie man langfristig diszipliniert Stück für Stück in Aktien investiert, im Gegensatz eben zu impulsgetrieben. Und ich habe gerade einen tollen Artikel in der Zeitung gelesen, dieses Unternehmen ist so toll, ich kaufe jetzt Aktien. Also wie man hier vernünftig und langfristig vorgeht, wie man mal die eigenen Finanzen richtig analysiert, sich dann daraus eben eine Strategie ableitet, was man braucht, um Aktien zu kaufen, also wie man einen guten Broker findet, was man beachten muss, wenn man auf Brokersuche ist, wie man dann Aktien kauft, an welchen Börsen man kauft, mit welchen Orderzusätzen, wie man eine Limit-Order macht, wann es genügt, dass man Market oder bestens ordert. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Ich möchte dann verschiedene Typen von Anlegern durchgehen, weil ein 25-Jähriger, der das erste Mal in seinem Leben investiert, eine gute Ausbildung hat und noch im Leben sehr, sehr viel Geld verdienen wird und noch üblicherweise einen relativ geringen Anlagebetrag hat, der kann meiner Meinung nach ganz anders investieren und sollte auch ganz anders investieren, wie jemand, der zum Beispiel gerade 65 geworden ist, mit einer guten Abfertigung in Pension gegangen ist, der also schon sehr wohlhabend ist, der einiges auf der hohen Kante hat, der aber auf der anderen Seite jetzt der Zeit entgegensieht, wo er Rentner ist, wo er nur mehr sehr geringe Einflussmöglichkeiten darauf hat, was er noch verdient, sondern für den eben die Geldanlage recht wichtig ist, wie sich das entwickelt. Der muss also wesentlich konservativer, wesentlich sicherheitsorientierter anlegen als eben der junge Anleger. Ich möchte also da dann drei Typen vorstellen, in die man die Anleger unterteilen kann und was man, wenn man sich einem Typen zugehörig fühlt, was man dann beachten muss, besonders, also je nachdem eben welchen Alter ist, man ist, in welcher Risikoneigung man hat und wie man dann eben daraus resultierend für sich selbst eine langfristige Strategie macht, eben mit dem technischen Handwerkszeug, dass man richtig mit Limits, mit dem Broker auf der einen Seite ordern kann und auf der anderen Seite aber eben auch diese inhaltliche Strategie beachtet, wie man in verschiedene Aktien so investiert, dass man das Risiko über verschiedene Länder, über die Zeit und über die verschiedenen Branchen streut. Ich möchte dann erklären, was meiner Meinung nach am Aktienmarkt realistisch möglich ist. Also es gibt immer wieder Leute, die vielleicht motiviert von Filmen aus Hollywood, da gibt es ein paar Klassiker, die durchaus Spaß machen, sich anzuschauen, die aber so das Gefühl vermitteln, dass man bei Aktien eben, wenn man ein Geheimwissen hat, dann auf einmal mit $100
über Nacht zum Millionär werden kann, funktioniert nach meiner Erfahrung eher weniger, ja, sondern ich möchte ein bisschen einen Kassasturz machen, auch die Geschichte mir anschauen, was ist so langfristig realistisch wirklich möglich, welche Erwartungen sollte man haben, ja. Und was ist vielleicht auch zu viel erwartet. Ja? Der Umgang mit Risiken generell bei der Geldanlage wird Thema sein. Und gegen Ende der Serie werde ich dann auch noch ein bisschen meine persönliche Finanzgeschichte Revue passieren lassen, erzählen, was ich für Fehler gemacht habe, was für mich, bei mir funktioniert hat, wie es generell in den letzten 15 Jahren funktioniert hat. Es war nicht das Schlechteste, was ich gemacht habe. Und um eben hier auch eine gewisse Idee zu geben, wie man mit einem sehr langfristigen Horizont in Aktien anlegt, der vielleicht noch kurz gleich der Risikohinweis, wenn man Geld auf der Kante hat, auf der hohen Kante hat, dass man im nächsten Jahr braucht oder in den nächsten 2 Jahren braucht, dann gehört das meiner Meinung nach überhaupt nicht in Aktien investiert, sondern trotz Realzinsverlust eher irgendwo fix angelegt. Ja. Es geht also hier ausnahmslos um das Geld, dass man eine gewisse Zeit nicht brauchen kann, wo man also eine gewisse Zeit hat, auch wenn man zu einem ungünstigen Zeitpunkt anfängt anzulegen, dass man noch genug Zeit hat, dass ein möglicher Verlust, der am Aktienmarkt immer möglich ist, dass man diesen Verlust auch wieder aufholt. Ja, das werden die Themen sein, die ich hier streifen werde. Insgesamt, ich habe mal so eine kurze Inhaltsangabe schon mal in Excel gemacht, habe ich mir 20 Themen notiert. Wenn ich beim Vorbereiten sehe, dass es ein bisschen zu kurz wird, dann fasse ich vielleicht 2 Kapitel zusammen. Wenn ich sehe, dass es zu lang wird, trenne ich es vielleicht noch einmal. Aber so ungefähr 15 bis 20 Videos werden in dieser Playlist zu sehen sein. Und am Schluss sollten die Zuseher, die es interessiert, hoffentlich in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen, selbstständig abschätzen zu können, welches Risiko sie eingehen und dann hoffentlich erfolgreich am Aktienmarkt investieren. Ja, und auch der Risikohinweis oder auch der rechtliche Hintergrund, dass es keine Finanzberatung, Vermögensberatung im rechtlichen Sinne, wo ich eine Verantwortung dafür übernehmen würde. Ja, vor allem dann, wenn man schon mehr gespart hat, ist der Gang zu einem Vermögensverwalter, zu einem Unabhängigen keine schlechte Idee. Ganz pauschal kann man nie die besten Tipps geben, weil es immer jeweils auf die eigene Situation, auf den Hintergrund, auf die Risikoneigung, auf den Anlagehorizont ankommt. Also was ich mit der Videoserie machen möchte, ist vielleicht dem einen oder anderen zum Nachdenken zu bewegen, ob die Strategie, die er vielleicht aus dem Bauch heraus gewählt hat, wirklich die richtige ist. Auch vor allem das Betonen von Risiken, den einen oder anderen vielleicht davor zu bewahren, durch Übermütigkeit ein zu hohes Risiko einzugehen. Wenn sich aber jemand nachher noch unsicher ist, ist der Gang zu einem Vermögensverwalter. Einen guten Vermögensverwalter kennt man daran, dass er nicht Provisionen von Dritten bekommt. Dann ist er ein Verkäufer, der euch eher was aufschwatzen möchte. Muss nicht immer schlecht sein. Ja, es gibt auch gute Verkäufer, aber einen guten unabhängigen Vermögensverwalter kennt man daran, dass er einen Teil des Gewinnes als Honorar nimmt, ja, und keine Provisionen bekommt. Da kann also dann gar nicht die Situation auftreten, dass ihr Geld verliert und er trotzdem ein Honorar kriegt, sondern ein guter, unabhängiger Berater nimmt eben einen Teil des Erfolgs, wenn der Erfolg dann da ist. Ja, weil auch immer wieder Fragen per E-Mails an mich kommen. Ich versuche im Normalfall alle E-Mails, die kurz und bündig formuliert sind und keine Romane sind und die gleichzeitig auch höflich und nett formuliert sind, zu beantworten. Manchmal brauche ich ein bisschen. Ich habe auch mitbekommen, dass wenn ich darauf antworte, dass obwohl mich jemand anschreibt, die Antwort dann trotzdem in den Spam-Ordner landet, dort also vielleicht auch mal nachschauen, aber generell möchte ich eigentlich eben mit dieser Videoserie die Fragen beantworten, sodass das dann eigentlich auch nicht mehr notwendig sein dürfte. So, das war es einmal als Überblick, was euch hier in dieser Serie erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß damit und es geht dann gleich weiter mit dem ersten Teil.